Hallo und herzlich willkommen zu Spielsklave, deinem Lieblingsvideoformat hier auf YouTube. Ja, es ist eine ungewohnte Umgebung, nicht wahr? Das liegt daran, dass meine Frau gerade im Arbeitszimmer ist und lernt. Und ich stehe jetzt hier. Ich bin erkältet, deshalb noch ein bisschen bäh und ich habe ein bisschen Hals hier, Aua, und ein bisschen Nase zu. Aber es gibt eine Entwicklung, die möchte ich dir nicht vorenthalten. Und zwar habe ich ja, wie du weißt, im letzten Monat einen Grafiker gesucht. Und ich habe sogar 3 Bewerbungen erhalten. Eine Bewerbung war zu spät und dementsprechend raus, aber sehr talentiert. Kommt vielleicht später nochmal zu einem Machwerk. Eins war qualitativ einfach nicht ausreichend im Vergleich zu dem, was ich selbst kann. Und im Vergleich zu dem, den ich jetzt gefunden habe. Und zwar ist das der Kim, auch bekannt als No Fool Games auf Twitter, und er macht auch eigene Spiele und hat mich, also wir haben uns schon im Dezember unterhalten und da hatte er schon Bock drauf, an dem Projekt mitzuarbeiten. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir aneinander geraten sind. Irgendwie haben wir uns gegenseitig gefunden und dann hat er gesagt, ja, hier, pass auf, nächstes Jahr mache ich eine kleine Bewerbungsrunde und da kannst du dich ja dann ganz offiziell wie alle anderen auch bewerben. Hat er auch gemacht. Und sein Bewerbungsmaterial, das möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten und das zeige ich dir jetzt. Und ich denke, da können wir alle ganz schön zufrieden sein, oder? Das ist ein Stil, der ist eigentlich irgendwie ganz anders als meiner, weil ich habe ja auch zum Beispiel Outlines, das heißt, er hat eher dieses Flat-Shading mit ganz wenigen Farben. Es ist aber, es sieht wunderschön aus, ich finde es echt toll. Wir werden uns diese Woche wenigstens jetzt nicht per Skype treffen, weil ich ja nur krank bin, und genau besprechen, was wir alles umsetzen wollen und wie groß das alles wird. Das muss nämlich, weil er als Grafiker muss das wissen, wie viel Arbeit das am Endeffekt denn ungefähr wird. Und deshalb müssen wir uns da dann erstmal lang und ausgiebig drüber unterhalten. Das heißt, ich werde ihm auch alles über Spielsklave erzählen, was du noch nicht weißt, weil ich habe ja schon ganz viel im Hinterkopf, was ich reinbauen will, was die Story sein soll und so weiter. Da muss ich selbst erst natürlich wieder ein bisschen rekapitulieren und gucken, was wollte ich denn eigentlich alles? Und dann muss ich mich wieder mit dem Code beschäftigen, den ich ja schon mal erneuert hatte. Und dann können wir endlich richtig weiterarbeiten. Natürlich interessiert dich als zukünftiger oder momentaner Patreon-Zuschüssling auch, wie viel Geld er haben möchte. Er möchte 7 Euro haben. Das ist total in Ordnung. Und momentan sind im Konto, glaube ich, so, ich sehe nicht, über 100 Euro, ist hier eingeblendet, wie viel ich momentan zusammengesammelt habe, durch, also ich selber, 50 Euro jeden Monat und der Rest über Patreon. Das heißt, wenn du willst, dass er mehr arbeitet und coole Sachen noch cooler machen kann, dann unterstütze uns beide doch auf Patreon. Unten in der Videobeschreibung sind natürlich alle Links dazu. Und das Geld wird dann direkt in Kim reingedrückt und dann wird er super kreativ und macht sogar was. Und er meint sogar, wenn Geld nie ausreicht, dann muss er vielleicht Überstunden machen und das wird dann so gemacht, dass wir dann sagen, wenn er zu viel arbeitet, wird er später ausgezahlt, weil ich möchte nicht, dass man arbeitet, ohne dafür was zu bekommen. So ist das, genau. Gut, das heißt, nächste Woche werden wir unsere Skype-Konferenz haben und genau besprechen, was Sache ist, und dann werde ich dir wieder Bescheid sagen, was so bei Spielsklave abgeht. Und ich kann dir ja auch sogar schon erzählen, wie das Spiel heißt. Das hat ja sogar schon Namen, und zwar schon seit über einem halben Jahr, aber der wurde noch nie gezeigt. Und der Name heißt Spindle. Jetzt fragt sich, was ist denn das? Spindle heißt, ist ein englisches Wort und das ist ganz kompliziert übersetzt, das heißt Spindel. Ja. Aber warum es so heißt und genauere erkläre ich dir später. Ja, so heißt es. Unser Spielsklavespiel heißt Spindle. Unser neuer Grafiker heißt Kim oder auch No Fool Games. Und alle wichtigen Links in der Videobeschreibung. Ich bitte dich dementsprechend um
Hallo, das hier ist Eigenwerbung, zwei Videos von mir. Ich nehme an, wenn du hier schon gelandet bist, hat dir dieses Video gefallen. Das erkenne ich natürlich auch daran, dass du bereits den Like-Button gedrückt hast. Außerdem hast du einen Kommentar drunter geschrieben mit dem Inhalt, oh, das war aber schön, ich bin erregt. Und vielleicht gefällt dir eins davon, ich weiß es nicht.